Bude zusammen. Schön, dass wir alle wieder hier sind. Grüße aus der MEWE Arena diesmal. Hier ist der Bruchwegbericht vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg. Und warum sitze ich hier? Erstens, weil ich es kann. Zweitens, weil es auch sauschee ist. Gell? Und drittens, weil ich ein bisschen Heimflair den Jungs mit auf die Reise geben will, in die Autostadt nach Wolfsburg. Ihr wisst, auswärts ist es so mittelgut gewesen in dieser Saison. Gut, das letzte Heimspiel, torlos 0:0. Aber erstens, Robin Zentner, 10. weiße Weste, damit führt er dieses Ranking an, zusammen mit Manuel Neuer und Marc Flecken. Und zweitens haben wir mal eben die 17. Bundesliga-Saison gebucht. Und egal, was hätte sein können, ist es das, worum es am Ende geht. Sag nicht nur ich, sagt auch der Chef. Also ich finde es schon eine außerordentliche Leistung von den Jungs, von den Trainern und alle, die daran beteiligt waren, dass wir 4 Spieltage vor Saisonende schon den Fahrschein für das nächste Jahr gebucht haben. Das zeigt auch eine gewisse Entwicklung. Darauf kann Mainz, darauf kann auch Mainz 05 wirklich stolz sein, auch wenn das Spiel jetzt vielleicht nicht so ganz prickelnd war. Aber auch das zeigt natürlich den Anspruch, den wir inzwischen hier in Mainz wieder haben. Damit es mal klar ist. Aber erstens geht die Saison noch weiter und zweitens haben wir auswärts ja auch noch ein bisschen was zu beweisen, oder nicht? Ja, die Bilanz ist bislang nicht ganz so überragend. Jetzt spielen wir gegen einen angenockten Gegner, der letzte Woche dann eine Packung bekommen hat. Wir haben nicht so schlecht gespielt in den letzten Auswärtsspielen. Wir müssen uns einfach belohnen. Ich kann jedem versprechen, wir fahren nach Wolfsburg, um zu punkten. Und wir haben nicht mehr so viele Möglichkeiten. Wir werden alles dafür tun, dass wir die 40 Punkte am Wochenende knacken. Und freue mich, dass wir weiterhin so unterstützt werden, wie das bislang der Fall ist. So, hätte man das auch geklärt. Und Folgendes habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Es dreht sich um unsere neue Rubrik Kabinenklatsch. Und wer es noch nicht gesehen hat, hier gibt es einen kleinen Vorgeschmack. Und wer es schon gesehen hat, guckt es euch einfach nochmal an, weil es ist schon saulustig. Ja, vielleicht Batman oder so. Immer. Er kriegt immer. Zack, zack, Bro, ich gehe immer nackt nach Hause, Bro. Oh, einfach. Diva, boah. Und immer Rihanna, Bro. Das ist nur Rihanna. Karim, mach mich fertig, Mann. Also, einfach seine Klamotten. So, sage ich doch, ist gar nicht schlecht geworden, das Ding. Und in voller Länge gibt es das bei uns auf YouTube zu begutachten. Das ganze Spiel in seiner vollen Länge gibt es am Freitag zu begutachten. Anstoß 20.30 Uhr, 05 FM überträgt wie immer live und zwar schon eine halbe Stunde vorher. Heißt, wir hören uns dann um 20 Uhr wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's mal gut, weil ich mach's diesmal mit absoluter Sicherheit auch. So, ist ein bisschen chillen und hier, ja, okay, bis dahin.